Staat. Sie haben eben das Entscheidende schon gesagt. Die Professoren haben gesagt, diese Geschichte vom alten China, diese Belohnung für Gesundheitsförderung und präventive Krankheitsverhinderung, das ist der richtige Grundgedanke, wie man eigentlich gesunde Systeme gestaltet. Man guckt, was das Gute ist, was man sich wünscht und belohnt es dann. Und genau das wollen die Professoren machen, dadurch viele Gelder einsparen und einen Teil der Gelder rüber ins Klima tun, weil Klima ist eine teure Angelegenheit. Von welchen Professoren reden Sie jetzt? Was meinen Sie? Ich bin jetzt von den zweiten Scientists for Future. Das ist eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin und über 20 Professoren und Doktoren. Und die haben diesen dritten Weg der zweiten Scientists for Future vorgeschlagen, nämlich, dass wir unser jetziges Wirtschaftssystem, das Gewinne erwirtschaftet, manchmal durch Zerstörung der Umwelt, manchmal durch Roden von Landflächen und Verkaufen von Fleisch und so weiter, dass wir das umdrehen müssen. Dass wir, wenn meine Wohlfühlnoten besser werden und meine Gesundheitskostendaten besser werden, dann muss es Profite geben, aber nicht mehr Gewinne auf Kosten der Schädigung der Mitmenschen. Ja? Und unser jetziges System erlaubt zu viel, dass andere geschädigt werden und dadurch Profite gemacht werden. Und wir müssen das aber umdrehen. Ja, also da kann ich zustimmen. Weil klar, ich bin kein Professor hier, ich bin ja wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber ist ja egal. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professoren bei uns. Genau, okay. Und ja, also ich kann da eigentlich nur zustimmen. Genau. So, ich meine, ich arbeite hier in der Denkmalpflege. Also wir sind dagegen schon mal, dass das überall neu gebaut wird, sondern der Bestand soll erfasst werden, entsprechend umgenutzt werden. Also es geht so ein bisschen, deswegen sind wir von der Tendenz eigentlich schon, auch beruflich. Schon ähnlich, ja. Aber ich schlage mal den Schlusssatz, weil jetzt haben Sie mich schon wieder überholt. Der Schlusssatz würde lauten, stellen Sie sich jetzt hier das Szenario vor, Greta stände hier, die ganze Presse um uns rum. Und Greta würde jetzt den einen Satz sagen, ich verstehe es vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber wir sollten in allen Talkshows in der Welt diskutieren über diesen dritten Weg der zweiten Scientists for Future, ob diese Belohnung für das Gute, also ganz gezielt zu gucken, hilft mir mein Lebensmittelhändler bei einem gesünderen Leben, kriegt er mehr Profit, Gewinnzuschläge von der Krankenversicherung ausgeschüttet, verführt er mich eher zu krankmachenden Zuckerwaren, dann kriegt er halt etwas weniger Profit in Zukunft. Und das gut messen ist natürlich kompliziert, ist statistisch kompliziert, gut messen, aber dieser Ansatz, ist der diskutierenswert? Ja, auf jeden Fall. Also finde ich stelle mir die Durchführung halt ein bisschen schwieriger, sehr schwierig vor. Daran haben die Professoren 51 Jahre getüftelt, wie das geht. Ja. Okay, aber wie gesagt, grundsätzlich auf jeden Fall. Ja. Dann danke ich Ihnen.